So Leute, willkommen zurück zu God of War Chains of Olympus. Wir gehen hier die Treppen hoch und wir gehen weiterhin die Treppen hoch. Hier trainieren übrigens die Marathonläufer der Stadt Marathon für ihre Marathonläufe. Die Marathonläufer laufen, wie Marathonläufer vermuten lässt, Marathonläufe und Halbmarathon. Habt ihr verstanden, was ich meine? Gut so. Als Kratos in die ewige Nacht hinaustrat, hatte sich vor dem Tempel vieles verändert. Morpheus Macht wuchs, während seine Vorboten unerbittlich voranmarschierten. Die marschieren echt unerbittlich voran, also... Ich bitte euch, habt ihr das nicht gesehen, wie die voranmarschieren? Bringen sie Helios in den Himmel zurück, sonst ist die Welt der Götter. Das kennen wir doch schon. Strange. Waren wir hier etwa schon? Kann sein. Ah ja, hier waren wir schon. Okay, hier geht's nicht weiter. Dort war die eine Stelle, an der ich nicht ihr wisst ja schon, was ich meine. Nicht hin kann, weil ich ja nicht zurück kann. So. What? Säbelzahntiger, ich mag keinen. Den kennen wir doch schon, oder? Ist das ein bekannter? Moment, erstmal. Oh, komm schon, Säbelzahnchen. Säbelzähnchen. Sei nicht so. Bitte. So, zacke die. Bumm. Erstmal schlachten wir hier die Bogenschützen, damit wir uns getrost um diese Säbelzahnseuche hier kümmern können. Bringt das Schild? Schild bringt überhaupt nichts. So ein scheiß Schild, ernsthaft. Wieso setze ich ihn dann überhaupt ein, wenn ich... Oh, komm jetzt. Tigerchen. Sei nicht so. Ah, ja, ich wollte einen ausweichen. Okay, jetzt aber. Bam. Schön so. Und, komm, mach den Eishaken. Und... Batzack. Schöne Geräusche, die ich von mir gebe, ich weiß. Und nochmal. Batzack! Schade, kein Leben, das ich hier bekommen habe, aber nicht so tragisch. Ach nee, nicht noch eine. Ach, Mami, kannst du den Säbelzahntiger nicht ein bisschen sänftigen? Besänftigen, wie auch immer. Komm, wir werden die Lampe mit dem Ephred kaputt schlagen. Mal schauen, ob es klappt. Vielleicht geht's ja. Wäre ja witzig. Also bis jetzt geht's ganz gut. Oh, ich habe keine Ephred, keine Magie mehr, besser gesagt. So, komm. Alter, die Bogenschützen. Habe ich schon mal gesagt, dass mich die Bogenschützen richtig nerven? Komm, wir schalten die kurz aus. Zacke die Kopf ab. Und zacke die Kopf ab. Komm, greif an. Sehr schön. Und weg mit dir. Sehr schön. Hier ein bisschen Magie dazu bekommen. Und Bogenschützen Kopf abschneiden. Das macht Spaß, das gibt Gas und kommt da noch wer? Was ist das? Hä? Was ist das? Hallo? Okay, das Training für den Marathonlauf geht weiter in die nächste Runde. Nee, schade. Ich dachte, hier kann man die Wände kaputt machen und da sind ganz, ganz viele Gorgonenaugen, nämlich 500.000 und 700.000 Phönixfedern versteckt. Das wäre ja mal richtig genial vom Spiel, wenn sie an so einer simplen Stelle, wo einfach keiner hinschaut, die ganzen Dinge da verstecken, die man so einsammeln kann. Das fände ich mal wirklich witzig. Okay, es wäre zwar nicht wirklich toll, aber witzig fände ich es auf jeden Fall. Oh nein, die Tür geht zu. Das hätte ich niemals erwartet. Ich bin sowas von überrascht. Überrascht bin ich. Ja, das machen wir später. Okay, machen wir es halt jetzt. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen umschauen, aber okay, mach es halt jetzt. Ist aber nicht so schlimm. So. Hä? War die Kiste schon vorher da? Wo ist sie erst aufgetaucht, nachdem ich die Statue da drauf geplumpst habe? Drauf geplumpst, ja. Nicht drauf geschoben, sondern drauf geplumpst. Oh, Moment. Okay. Hier sind keine Truhen.
merken wir uns das. Und jetzt schieben wir mal die Statue da drauf und schauen, ob dann da irgendwelche Truhen sind. Wenn ja, wäre das ja ganz, ganz perfide vom Spiel. Mal schauen. Und? Ja, wir sehen gleich mal nach. Und? Nee, okay. Dann habe ich es mir nur eingebildet, dass da die eine, okay. Ah, ich muss da wahrscheinlich raufklettern. Gut, erstmal rausschieben, so. Und dann abschaffen. So, hätten wir das geschafft. Eurois, der Ostwind. Hier ruht der Geist von Eurois, dem Ostwind, der den Pfad der des Sonnenwagens sieht. Interessant. Cool Story, Bro, seriously. Hier geht's weiter. Hier geht's nicht weiter. What the fuck? Hallo? What should I do right here? I don't know. Nee, ich will... Moment. Hey, hey, hey. Seht ihr das? Da auf der rechten Seite, wenn ihr durch das Loch guckt, dann geht's da weiter. Moment, Moment. Hier geht's nicht. Hier geht's hier. Ja, hier geht's rein. Hohoho. Bin ich ein schlaues Köpfchen. Schauen wir uns das mal hier rum. Gibt's hier irgendwie rum? Ah, hier gibt's was. Sehr cool. Wahrscheinlich wieder nur Magie und so Zeug. Ah, nee, eine Phönixfeder. Cool. Echt cool. Okay. Nee. Komm. Irgendwie klappt das nicht. Ich dachte, irgendwas muss ich mit dem Schild machen. Ach so. Ja, komm, so simpel. Ich dachte, das wird jetzt so ein richtig... Hier gibt's auch sicher was, oder? Oder gibt's hier was? Nee, gibt's leider nicht. Schade. Ich dachte echt, das wäre irgendwie so ein cooleres Rätsel, aber nun ja. Dann ist es halt so ein einfaches. Moment, hier gibt's bestimmt auch noch was. Komm, komm rauf. Okay, nee, gibt's nicht. Sonst könnte ich da rauf gehen. Kann ich aber nicht. Oder? Ach. Ah, oho, interessant, meine Damen und Herren. Das hätte ich ja nicht erwartet. Das Rätsel war jetzt nicht sonderlich super cool. Das Schwierigste fand ich ja, den Weg zu finden, um ehrlich zu sein. Aber interessant auf jeden Fall. Jetzt leuchtet... Hat unser Schild schon vorgeleuchtet? Ah, ich sollte mal ein bisschen mehr aufpassen. Ist doch so ein schönes Spiel, da muss man ein bisschen Konzentration bewahren, finde ich jetzt zumindest. Nun gut. Nun ja. Wie dem auch sei, jetzt kommen wir hier rauf und hier können wir wahrscheinlich unseren Schild reinstecken. Also, versteht mich nicht falsch. Ich meine mit dem Schild natürlich, den Schild, nichts anderes. Viel Spaß mit der Cutscene. Wow, das war ja mal eine richtig lange Cutscene. Ich hoffe, ihr konntet sie genießen. Konntet euch ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen Popcorn knabbern und dann tun, was man halt so tut. Am Abend als pubertierender junger Mann. Ich will nicht wissen, was ihr tut, aber ich bilde mich natürlich weiter, indem ich irgendwelche gebildeten Sachen lese. Ja, das tue ich. Ist doch ernsthaft. Hier was? No. Hey, ich bräuchte mal ein bisschen Leben und ein bisschen Magie, bitteschön. Spiel? Hast du mir... Ah, wer sagt's denn? Danke, Spiel. Spiel, ich bräuchte mal ein weiteres Gorgonauge und zwei weitere Phönixfedern, bitte. Naja, nicht ganz. Aber man hat's versuchen können. Probieren. Versuchen. Ich dachte, es kommt wieder eine Cutscene. Aber das war nur ein Lag. Aber nicht von irgendwas von der Aufnahme, sondern vom Spiel. Das Spiel ist nicht perfekt. Aber das Spiel ist cool bis jetzt. Nö. Ich werde jetzt mal ein bisschen chillen. Ah, ist das...
Ist das dieses Zeitportal, was wir in God of... Oh, cool. Was wir in God of War 2 hatten? Ist es das oder ist es was anderes? Ich weiß es nicht. Gut, mal schauen, was hier so gibt. Nix. Okay. Ich glaube, das ist das Zeitportal oder einfach irgendein Portal. Nee, ist nicht das Zeitportal. Das Zeitportal. Es gibt wahrscheinlich nur das eine Zeitportal da. Und das bleibt auch dort in der Webstuhlkammer des Schreckens. So heißt sie nicht wirklich, aber okay. Die Höhlen des Olymps. Komme ich hier zurück? Natürlich. Na, natürlich nicht. Also wenn ihr irgendwas bis jetzt verpasst habt, dann Pech gehabt. Okay. Wir können hier speichern. Ja, speichern wir bis zum nächsten Mal. Nee, natürlich nicht. Wir schauen uns ein bisschen weiter um. Ja, kannst du auch bitte normal schwimmen? Ich will noch ein bisschen umschauen, weil ich bin mir hier sicher, dass mindestens rote Orbs hier irgendwo versteckt sind. Zumindest das. Können wir im späten Spielverlauf schwimmen? Sieht ein bisschen danach aus, weil... Seht ihr? Okay, der Schatten ist sehr, sehr, sehr seltsam. Am Nut. Man kann nicht alles haben. Gibt's hier was? Oh ja, ich hab doch gesagt, hier sind mindestens rote Orbs. Und lag ich damit richtig? Hä? Lag ich damit richtig? Natürlich lag ich damit richtig, denn ich bin der richtig liegendste. Denn wenn ich schlafe, liege ich... Oh! Hier sogar noch eine Truhe. Sehr hübsch. Oh, das vierte Gorgonauge. Cool. Hey, wir machen uns langsam. Wir machen uns so langsam. Also, bald haben wir schon 5 Gorgonaugen und dann gibt es noch ein weiteres Update. Das ist cool. Habe ich noch was übersehen? Da unten ist auf jeden Fall... Wir werden auf jeden Fall tauchen können. Das steht schon mal fest. Oder das Wasser fließt irgendwie ab. Was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann. Könnte aber sein. Das Spiel kann mich ja überraschen. Aber bis jetzt mussten wir in den meisten Spielen tauchen. Moment. Links geht's doch bestimmt auch irgendwo weiter, oder? Oder wäre ich noch da? Komm, hier. Hier, das sieht doch aus, als ob man es kaputt. Nee. Sah so aus, als ob man es kaputt machen kann. Kann man aber leider nicht. Schade, Schokolade. Ich esse nicht unbedingt so gerne Schokolade. Aber Frauen tun das ganz bestimmt gerne. Sie haben Tritons Lanze erhalten. Verleiht die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Cool, Wassermanns Wonne. Ich bin Wassermanns Wonne-Proppen. Können wir runterspringen? Yeah, sehr schön. Ich habe doch gesagt, wir werden tauchen können. Aber wir tauchen uns in neue Gefilde erst im nächsten Part. Denn das war's erst einmal mit God of War Chains of Olympus. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.